Ja, nach drei Niederlagen war schon, sage ich mal, habe ich mir schon viel Zeit genommen, mental zu arbeiten. Warum ist es so passiert? Klar, die Kämpfe waren umstritten. Das Ergebnis hätte man mir auch geben können. Ja, aber schwarz auf weiß war es Niederlagen. Mein Name ist Christian Jungwirth, ich bin 36 Jahre alt, komme aus Bopfingen, bin verheiratet, habe eine 9 Jahre alte Tochter und bin MMA-Profikämpfer. Mein nächster Kampf ist am 17.06. in Oberhausen gegen den Bojan Velikovic. Ich bin ja ständig in Vorbereitung, von daher, es läuft alles sein Ding, sein Plan. Und bin relativ fit und kraftmäßig, fitmäßig, konditionsmäßig kann man immer noch ein bisschen ja, arbeiten. Ich muss ehrlich sagen, nach den letzten zwei Kämpfen, wo innerhalb von 3 Wochen waren, hat es mal gut getan, auch mal ein bisschen kurzen Break drin zu hatten, also mal ein bisschen runterfahren und dann aber nach 2 Wochen habe ich dann wieder angefangen mit dem Training und bin dann wieder in meinen alltäglichen Rhythmus reingekommen mit ja, zweimal Training am Tag und ja. Bisher bei Octagon bin ich eigentlich zufrieden. Nur vor 2 Jahren, ja, nach drei Niederlagen, war schon, sage ich mal, habe ich mir schon viel Zeit genommen, mental zu arbeiten. Warum ist es so passiert? Klar, die Kämpfe waren umstritten. Das Ergebnis hätte man mir auch geben können. Ja, aber schwarz auf weiß war es Niederlagen und da musste ich mich selber draus kämpfen und habe mich selber gefragt, was los war, weil ja. Ich trainiere zweimal am Tag, bin fleißig wie immer. Also woran lag es? Und das konnte ich nur mit mir selber rausfinden und habe ich dann auch gemacht. Und dann nach dem ersten Win wieder gegen den Pukac, da ist mir dann schon ein Knoten geplatzt. Also vor Freude, da habe ich auch Tränen in den Augen gehabt. From the Celt was just too much. Und ja, das ist einfach eine große Last von den Schultern gefallen. Ja. Aber ansonsten bin ich schon froh und stolz drauf, bei Octagon unter Vertrag zu sein. Und wie gesagt, der Erste, der einen Mehrkämpfevertrag unterschrieben hat, das bin ich schon stolz drauf. Und vor allem jetzt, was Octagon auf die Beine stellt und noch mehr Werbung macht, einfach auch im Ausland. Jetzt gehen sie auch, ich glaube, November oder Oktober gehen sie auch nach England rüber. Und ja, wer weiß, wo die Reise noch so hingeht mit Octagon. Also ich bin schon froh. Aber die können auch froh sein, dass sie mich haben. Also von daher passt es. Das ist eine Win-Win-Situation für uns beide und einfach geil. Das Game Changer Turnier ist natürlich, ich weiß nicht, wo es ein besseres Turnier gibt wie das oder die Möglichkeit, die Chance zu nutzen, so viel Kohle zu machen und für die Familie. Und ja, da werde ich alles ihm geben und im Ring lassen. Ich gehe davon aus, dass die Halle in Oberhausen ausverkauft sein wird. Bis zu 15.000 Zuschauer werden erwartet. Und ich freue mich schon mega, vor so einer Kulisse zu kämpfen. Und das als Kämpfer ist es einfach geil, wenn du da beim Walk-in und jeder singt dein Lied mit und du läufst rein. Und ja, das ist ein schönes Gefühl. Ja. Da kriege ich Gänsehaut schon. Und das macht mir natürlich stolz, als gesponserten Athleten von ESN dort dabei zu sein und zu kämpfen. Ja. Ich will das Ding gewinnen. Darum bin ich hier. Ich bin nicht zum Spaß da. Ich hole mir das Ding. Ganz einfach. Und jetzt am 17.06. mache ich den nächsten Schritt und ziehe dann ins Halbfinale. Ja. Step by step, step by step. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja.
Die Vorbereitung läuft hervorragend aktuell. Wir hatten ja die gute Situation, dass wir uns länger vorbereiten konnten, also nicht Short Notice. Wir sind jetzt seit so ungefähr 2-3 Wochen im richtigen harten Camp, wo wir Kondition knüppeln richtig, wo Sparring viel gemacht wird, aber es läuft bisher sehr gut. Mich freut es auch mega, dass Octagon einen großen Teil dazu beiträgt, wenn nicht den größten Teil dazu beiträgt, in Deutschland die MMA-Szene so zu pushen, nach vorne zu bringen. Und da sitzen wir alle gemeinsam in einem Boot und bringen die ganze MMA-Szene in Deutschland nach vorne. Und das macht mich schon froh und stolz, ja, einer der Zugpferde zu sein. Ja. So, Sportsfreunde, ich würde mich mega freuen, wenn ihr am 17.06. nach Oberhausen kommt und mich supportet, unterstützt, mich anfeuert für meinen Kampf, und da wäre ich euch dankbar. Und ihr könnt mich auch gerne noch bei ESN mit Code The Kelt, gibt's die blauen Augen gratis, unterstützen, und es würde mich auch freuen. Auf geht's!